Jetzt, ich weiß nicht, der Name Skrill wahrscheinlich soll ich, von Skrill soll ich Evolet grüßen, das mache ich an der Stelle. Evolet, du bist damit gegrüßt, die sich aktuell auch um den Cup kümmert, als Admin. Und wir starten in die erste Map. Und wir sind gleich mal am Start bei, also ich bin bei Sta am Start bei Plan B und du? Ebenfalls, also wir schauen auch am Anfang mal erst ein Charges paar Runden acquired. nur auf Plan B zu, damit wir nicht hin und her wechseln müssen. Weil das anfangs aber verwirrend war. Wir sehen schon Dietrix, der auf jeden Fall durch Blue auf A sprayt. Auch, boah, er kann einen ziehen, macht hier Beta. Sehr schön gespielt. Doch sieht sie dein und das war Good die job. erste Get ready for the Runde next für round. Plan B. Ich ja, für Plan B. glaube. Wir sehen Muni hier mit dem Last Frag von der Knight. Ja, da geht's nicht nach hinten, sondern nach vorne. Weg von der Und Knight. einen schönen Bauchklatscher. Switching sides. Ja, auf jeden Fall sehr schnell gespielt, muss man schon sagen. Search and destroy. Okay, an diesem Codcaster muss ich mich jetzt auch gerade erstmal ein bisschen gewöhnen. Neutralize the objective. Ja, es ist auf jeden Fall Bomb ganz acquired. anders. Ja, richtig. Wir schauen wieder den Leuten von Plan B zu. Den jetzt auch. Schauen wir uns mal eben die Map an. Wo ist sie denn? Hier. Das. Ja. Sagt mir hier der Sir. Wie heißt der? Crunchy? 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 Ganz hier. Der hier schön hinter der Ab-Bombe verteidigt. Ich muss sagen, Plan B ist eigentlich nice gestellt, kann man nicht sagen. Muni guckt hier immer die rechte Seite runter. Bronzy ist immer hinterm A-Spot. D-Trix Fix. messert, Beta macht den Refrag. Fix scheint so ein bisschen der Pusher zu sein, wie es aussieht. Und hier schön hinter Brunnen und safe die Mitte. Der Conzi muss aufpassen, dass er gleich keine Munition mehr hat. Der ist schon ziemlich low damit. Ja, Jetzt 1 gegen 3 für Beta. und Muni Und sieht Beta. Good job. Get ready for the Muni next liegt hier am round. Boden beim Brunnen und macht ihn. Das ist eine sehr beliebte Pose. War schön hinter dem Brunnen, hinter den Headglitches, hinter der Mauer. Ja, schwer zu sehen halt, um dann Ja, den Frag richtig. zu ziehen natürlich. Switching sides. Search and destroy. Dann bei 4 Runden dann Hier Runde gespielt zum Destroy the Switchen so objective. Genau, fast wie kein. genau. Also ich würde normalerweise auch switchen, wenn es zum Beispiel so eine 1-vs-2-Situation oder sowas ist. Aber das hat sich sonst ein bisschen verwirrend zwischen dem ganzen Team zwischen 8, wenn man hin und her zu switchen. Ja. Muni, die hier ziemlich passive Rolle einnimmt und erstmal den Friedhof abaimt. Dietrix fängt wieder an, durch Blut durchzusprayen. Diesmal hat er kein Glück damit. Muss sich zurückziehen, na, lädt nach. Wir sehen wieder Kronzi, der jetzt versucht hier jemanden zu spotten. Mit Muni fragt einen an hinterm Brunnen. Konnte ihn aber leider nicht ziehen. Auch in der Standard-Posi. Und jetzt Bronzy macht den Kill. Sehr schön gemacht von ihm. Wir schauen uns mal eben die Map an. Jetzt Muni ist durch. Und in der Mitte haben wir den. Schauen wir uns mal an, wo Muni hinlaufen wird. Hat die Bombe geblendet. Bronzy carried. Oh, da könnte einen in der Garage sehen. Ich glaube, er hat ihn gesehen. Bin auf Ah, Muni jetzt. zurück. Muni müsste gleich Kontakt haben. Kommt von hinten jemand? Schauen wir mal. Wow! Enjoy hier, was hat er gemacht? Schalten mal auf Enjoy. Gerade 1 gegen 1. Er Jetzt wird hinter ihm. gesehen, wollte Ah, direkt schade. defusen, aber nicht schlecht gemacht. Step up. Hat Angela das Knife gefailt? Ich glaube, ja. Hat ausgesehen. Stand da ziemlich lang hinter ihm. Aber wie wir alle wissen, in Switching Black Ops sides. 2, das Knifen ist ein Fall für sich. Search and destroy. Genau. Muss man schon fast studiert haben, um da einzuknifen. Ja, es ist überhaupt nicht. Selbst wenn man mit Scuf Defend spielt, das ist immer noch eine Herausforderung, kann man sagen. the objectives. Ja, das stimmt. Jetzt schauen wir mal Dietrix zu, der die ganze Zeit gepusht hat. Muss aufpassen, dass hier keiner hinter ihm an der Wall durchkommt. Er liegt jetzt hier vor Oh, der und der Werkstatt. Push. Sieht auch Oh, ein. macht den Boah, schön Kill. gemacht. Boah. Schade. Ein schöner Two-Piece gewesen. Hat 2 gegen 2.
Ihr seht, wirft erstmal die Nate rüber. Kein Kontakt. Sieht jetzt auch einen. Das müsste. Schauen wir mal rüber. Teasy gewesen sein, genau. Die ist durchgepusht zum B-Spot. Und hat er nicht gesehen? Er hat ihn übersehen, er hat ihn übersehen. Oh, und er macht sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Plan B geht hier mit 4-0 in Führung. War ja auch ihr Madvote, aber schauen wir mal. Ah, er macht es sehr stark. Da veraimt er, eigentlich. Also, sein Gegenpart. Switching sides. Search and destroy. Dann würde ich sagen, gucken wir mal bei Cosby an, oder? Schauen wir mal Cosby an, genau. Ich bin mal auf B da drauf. Ich will mal, dass sie was reißen können jetzt und wieder Comeback machen. Ja, hier wäre wünschenswert. Enjoy geht hier auch schon sofort. Enjoy geht sofort down. Beim B hier wieder sehr defensiv. Aber eigentlich eine gute Strategie. Zuerst mal die ganzen Nades werfen und so weiter. Vielleicht holt man einen weg. Ja, ja, mal gucken. Man kann dann auch ein bisschen ansagen, beziehungsweise hat dann Read quasi, wo einer ist, wenn er die Stun connected. Jetzt allerdings, Crunchy holt Huxi. Beta holt sich die PDW. Sieht auch ein, man macht den Kill, sehr schön gemacht von ihm. Dietrix macht den Kill in Blue. Beta zieht sich jetzt zurück. 3 gegen 1. Sagen wir kurz auf. Ja. Beta sieht den nächsten. Spray ein bisschen. Gemacht. So aufpassen, dass keiner von der Mitte kommt. Ah, die legen schon auf B, so wie es aussieht. Down. Jetzt 2 vs 1 Situation. Und Mooney verschiebt Richtung Blue. Wir gehen auf Dietrich, auf Beta zurück. Beta wurde jetzt gesehen. Wechsel zur PDW. Der Dino an. Sehr Jetzt macht er gleich einen Kill. Boah, schade. Sehr starke Reflexe. Ja, das war das 5-0 für Plan B. Muss auf jeden Fall Cosby Ken hier sich ein bisschen anstrengen. Gibt hier eine Blamage. Ja, also die erste Map. Wenn sie da später noch 8-0 absolviert werden, das wäre natürlich schlecht. Ja. Schlechter Start und auch bestimmt schlecht für die Motivation. Wir schauen mal den Bombenträger Kyuxi zu. Ich würde mich natürlich gerne verbessern, wenn ich was falsch ausspreche. Und hier sehr aggressiv macht den Kill bei Dietrich, sehr schön gemacht. Muss er aufpassen. Oh, Angel macht den Kill links. Jetzt läuft's sehr gut für Cosby Ken. Die Bombe wird auch geblendet von ihm. Schon Angel zu, der hier gestunt ist. Bomb active. Ah. Ja, jetzt macht das richtig. Safe spielen, schön gemacht. Erste Runde für Cosby Ken. Ja, kommen sie nochmal zurück. Hoffen wir es, ja. Am Ende wird ja hier nicht die Maps gezählt, sondern die gesamten Runden, die man in S&D gemacht hat. Also lohnt es sich, noch ein 5-3 draus zu holen. Search and destroy. Ja, wie du schon sagst, es wird auf jeden Fall die Runden sehr schnell gespielt. Protect the objective. Ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit gegen Plan B. Wenn man sie einfach überrennt, zum Beispiel auf einer Seite, die es jetzt eigentlich gerade sehr schön gemacht haben. Oh, Enjoy holt hier Seed weg. Mit einer schönen Nate, wo er flashed war. Sehr gefährlich, was jetzt hier Kuxi und wer war's? Ich weiß nicht. Enjoy, glaube ich. Beta war's. Sehr gefährlich, da am Weißen wären beide da. Wenn da einer Lucky durchkommt, ist gleich mal ein Two-Piece. So ein bisschen aufpassen, aber scheint wohl gut zu gehen. Ja, bei Plan B auch schon 2 down. Die anderen beiden campen jetzt ein bisschen bei der Werkstatt. Aber Teezy wird da gesehen. Plan Mooney hat da noch Teezy mit angefragt. Ist fast mit down gegangen. Sehr schön, 2 gegen 2 jetzt. Oh, das haben sie sehr schön rausgeholt. Beta macht jetzt den Frag gegen Mooney. Oh, und Teezy fast gegen Crunchy. Und jetzt 1 gegen 1. Ja, das war's schon. Sehen wir nochmal in der Final Killcam alles. Nichts verpasst. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt. Sollen wir die letzte Runde nochmal ein bisschen in machen oder? Können wir machen. Okay, alles klar. Ich würde sagen, machen wir bei Cross We Can, oder? Ja, denn ich denke, die werden jetzt sweaten. Okay, alles klar. Search and destroy. Neutralize the objective. Bomb acquired.
carrier down. Also, wie es ausschaut, haben die Freunde entweder unterhalten sich nicht oder haben mich gemutet. Eins von beiden. Ja, ich werde später mit ihnen kurz reden, dass sie einfach alle entstummen. Denn ich denke, das ist doch ganz interessant für die Zuschauer. Ja, besonders halt auch bei CSL, weil man nicht in der Party sitzen kann bzw. darf. Wie schon sagt, das ist eigentlich nicht schlecht, die Funktion. Da 3 gegen 3 jetzt. 2. Und 2 gegen 2. Jetzt Gronzi kommt aus Blue, sieht keinen, schaut noch zu weit nach vorne, die sind schon bei B durch. Beta wird wohl legen, Beta legt und der Gegner ist weit, weit weg. Aber wurde schon gesehen. Ja, wurde auch gesehen. Boah, macht trotzdem den Kill. Die ist jetzt down. Beta jetzt letzter Mann bei Cosby Can. Könnt ihr jetzt gleich einen sehen? Anpack hier, er guckt weg. Oh. Schade, schade. Somit geht's. Maps, Slums, 6-2 an Plan B. Genau. Bomb offline. Good job. Get ready for the next round. Sehr starke Leistung hier auf der ersten Map von Plan B, muss man schon sagen. Ich sehe in den Streams, dass es anscheinend mies laggen würde, aber ich sehe bei mir jetzt hier nichts, ehrlich gesagt. Also bei mir läuft alles super flüssig. Switching Operation Ready Point. Search and Destroy. Ja, ich sollte dir einen anderen Browser mal ausprobieren. Ja, entweder versucht einen anderen Browser oder macht auf das Streamfenster einen Rechtsklick. Job done. Einstellungen und dann bei diesem kleinen Ordner unten habt bei lokaler Speicher, macht mal den Speicher entweder höher oder auf unbegrenzt. Das könnte helfen. Muss es aber nicht, kann natürlich nichts garantieren. Also ich komischerweise höre ich sie hier jetzt im Ja, ich habe sie auch gehört. Spiel, aber wir haben sie vorher nicht gehört. Hast du auch Listening gemacht? Ja, ich bin aufs Team drauf und hab links. Okay. Komisch. Chris, wie es aussieht, wird jetzt hier der Host gewechselt. Wir haben gerade geschrieben, er ist Chris, nee, heißt er. Ja, Beta hostet. Okay. Ich guck's dir, keinen Bock mehr. Er hat auch keinen Bock mehr. Wann hast du Join? Ich bin drin. Du bist gerade wieder rausgeflogen, warte mal. Weiß ich nicht, rausgeflogen oder. Wieder drin? Komisch, ja. Ich erzähl nur noch nichts. Warte, wir dann. Was bist denn du? Das bist doch gar nicht drin. Doch, jetzt. Ah, jetzt, okay, alles klar. Ja. Einmal COD-Caster, ah, genau. Weißt schon. Wait. Schon. Kann's ja weitergehen, wir werden wahrscheinlich dann sehen. Plaza. Wenn der Beta raus ist, dann wird das ja. Ja. Wenn der da reinkommt, dann hat er sowieso schon verloren. Chewie schreibt Grisney. Hallo. Grisney. Sir Grisney. Also Plan B Detrick, Sir Grisney, Plan B Moody und Finest Seed. Einfach nur Grisney, oder was? Ja. So wie es aussieht, wird hier Caro gespielt auf Seiten von Cosby Cam. Ich bin gespannt, ob die Map denn. Ich finde, auf Cargo kann man als Angreifer ziemlich schön auf A eigentlich rushen und ziemlich schnell legen, wenn man das clever anstellt. Okay. Ja, wir gucken auch gerade mal den Angreifern zu, würde ich sagen dann. Ja. Ich mache mal kurz durch, vielleicht spielt einer mit Snipe. Aus. Wird doch ganz gern auf der Map geused beim Angreifer. Wir sind noch Enjoys, der jetzt in der Mitte von den Containern ist. Und wie es ausschaut, wird auch B angegangen. Beta macht hier einen schönen Two-Piece. Kriegt er den dritten? Nee, er kriegt ihn leider nicht. Oh, das Enjoy ist nicht gesehen. Ja. Seed steht aber gegen ihn. Ah. Der Top Red, er hat eigentlich einen gehört. Hat er einen gesehen. Stade. So, Chrisney macht das ja sehr schön. Hex mal zurück auf Beta, der jetzt nur noch alleine ist plötzlich.
Schnell geht's dann doch. Gegen 2. Gucken uns die Karte an. Wieder okay, offensichtlich haben sie nicht gesehen, dass die Bombe dort down war. Sonst würden sie, denke ich, nicht so stehen. Denn so haben sie zum Beispiel den B-Spot überhaupt nicht abgedeckt. Okay, da haben sie da einen Spieler nach hinten, der ab und zu mal drauf guckt, aber... Der Beta macht das auch sehr vorsichtig, wartet eher ab. Ja. Macht auch gut, dass er jetzt von oben kommt, wenn er dann weiter guckt. Weil er schaut, dürfte er vielleicht den Gegner sehen. Wechselt auch jetzt die Waffe auf die AR. Sieht auch einen. Gesehen. Eigentlich schön predicted, aber... Ja, ja, ja. Uns ganz normal, boah, das war natürlich auch Monster Head Glitch. Ja, schon. Switching sides. Aber den Spot kann ich auch noch nicht, den Cheater benutzt hat, ist eigentlich recht clever. Neutralize the objective. Jetzt zwar auch nicht so der SD Pro, aber. Ja, ist halt, hat eine kleine Gefälligkeit drin, eben wenn jetzt die Schüsse von Beta besser connected werden oder ich sag mal. Ja, dann. Wäre vielleicht instant down gegangen. T-Strix mit Scorpion wohl den ersten Ring gegen Yuxi. Enjoy ist sehr offensiv. Kommt jetzt von hinten, kann Crumpy, Cruzy, keine Ahnung, ziehen und kann noch meinen ziehen. Schön gemacht und vielleicht macht den dritten. Nein, er macht den nicht. Schön gedacht von Enjoy. Ja, man sieht den letzten und macht den Kill. Get ready for the next round. Sehr schnell gespielt diesmal. AMB auch auf dieser Map wieder relativ früh in Führung. Ich hoffe, dass Cosby Ken hier ein bisschen zurückkommt und sie nicht so zurückfällen lässt. Ansonsten ist es echt schwierig. Ja, das denke ich auch. Protect the objectives. Mal, dass sie vielleicht mal den A-Push machen, aber es sieht wohl nicht so aus. Bombe geht Richtung B. Wir schauen diesmal Beta vor zu, dem der letzte Mal Runde da 2 Kills gemacht hat. Diesmal allerdings sehr defensiv, wartet erstmal ab. Sein Teammate T klettert jetzt ja, auch ja. Orange hoch und Beta predicted einen schon hinter sich. Da hinten steht er. Er hat ihn gesehen. Rechts am roten Container. Ja, jetzt dürfte er ihn gesehen haben. Jetzt, Beta muss eigentlich den Reflect machen. Gegen Mooney, aber es scheint ihn gar nicht zu interessieren. jetzt hat er sie gesehen. Ja, ich mach mal kurz die Karte. Ja, er weiß, wo sie ist. Macht den Kill sehr schön gemacht von ihm. Geh mal auf Teezy. Beziehungsweise. Yuxi hat jetzt auch einen gesehen. Aber das war jetzt gerade Ingame-Lag. Echt? Was bei dir? Ja, bei mir. Yuxi laggt bei mir ein bisschen rum. Geh mal auf ihn drauf. Okay, Teezy auch schon down. Von D-Pix. Und er macht den zweiten. Na, wo sind sie alle? Okay, Plan B. Und er macht nicht den dritten. Schade. Wäre ein schöner Spiel. Jetzt 2 und gegen 2 vs 1 Situation. Ah. Er macht den Jump up, but it's not over yet. Get ready for the next one. Bei 0 Führung wieder für Plan B. Bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich würde ganz gern den A-Push hier sehen von Cause We Can, aber sie spielen doch immer sehr slow auf Richtung B. Ja, bisher nur 3 Runden hintereinander, gell? Also. Ja. Na, komm, gehen wir auf die Cause We Can Leute wieder zurück. Peter macht jetzt hier den Gegenpart mit Orange auf Blue. Hat keinen Erfolg damit, Magazin leer. Teezy jetzt schon. Sehr aggressiv. Ja, Teezy jetzt schon hinten bei denen. Hat noch keinen Kontakt. Wer macht hier den Kill an beim Mooney? Cause We Can dürfte jetzt wissen, wo alle sind. Sind auf jeden Fall schon richtig gemoved. Und haben jetzt alle eingeschlossen. Doch Seed macht den Kill gegen Beta. Oh, und macht einen Tupi sehr 2 schöne Headshots gegen sie. Enjoy sieht auch einen. Kann ihn noch ziehen, die Tricks jetzt down. Easy hat hier ein Problem. Gegner hat ihn gespottet, aber jetzt geht er doch wieder zurück. Der Seed geht zurück, Enjoy ist aber schon da. Enjoy pusht jetzt nach oben. Oh. Good job, Seals. Jetzt plötzlich ganz schnell.
switching sides. Search and destroy. Das war die erste Runde für Kosviken. Der hat gar nicht gewürdigt. Protect the objective. Ich hoffe, dass sie jetzt hier endlich mal den A-Rush machen. Es sieht wohl auch danach aus. Okay, wir schauen jetzt mal Plan B zu. Sehen auch die ersten Nades von Dietrix, der durch die Mitte geht. Sieht auch einen. Der schöne Killmoon mit seiner Scorpion. Gegen Enjoys und den zweiten gegen Teezy. Mach den zweiten. Ah, das ist wieder sehr, sieht sehr schwach aus für. Ja. Wir gehen auf Teezy den letzten. Auch schon, Teezy auch mit dem Donut. Bombe liegt direkt vor A. Doch, das dürfte schwer werden für ihn. Haben wir denn noch? Okay, schade. Sehr schöne Runde von Dietrix auf jeden Fall. 3 Kills mit seiner Scorpion. Schöne Diamanthandlung sogar. Der hier. Ah ja, die Diamanthandlung. Habe ich auch 2 Tage erstmal durchgesettet, bis ich die hatte. Okay. Die ich mir dann gedacht, nee. So geil sieht's dann doch nicht aus, das war's mir dann nicht wert. Was ist jetzt los? Wird abgebrochen oder? Ganz danach aus. Regeln falsch oder an was wird wohl gelegen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Da haben sie keinen Bock mehr sagen, wir geben euch einfach den Win. Das wäre natürlich. Du musst halt nach der dritten Runde beenden. Okay, sie starten nochmal neu. Okay, offenbar waren wohl die Rules falsch, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Achso, oh Mann, ich wollte schon aufs Klo gehen. Muni wollte hier schon aufs Klo gehen, okay. Dann. Protect the objective. Hängt's bei mir? Dies hängt bei dir das Match oder was? Nö, ich habe die ganze Zeit Speederball auf. Okay. Kann ich den Codcaster? Kannst du normalerweise ja über Start und dann CD-Caster auswählen, als Team quasi. Ja, okay, sind eh nur 2 Runden, 3 Runden. All others are dead. The fate of the mission is on you. Mach mal 10 Info, wie stand's vorher, bevor beendet wurde? 4-2? Ich glaube 4-2 oder 4. Ah, fuck. Ja, ich glaube 4-2. We lost that round, but it's not over yet. Jetzt auf jeden Fall die erste Runde hier von diesem Neustart für Cosbican. Switching operation ready point. Search and destroy. Ich schaue jetzt gerade mal im Muni zu. Die, so wie es ausschaut, Plan B jetzt über die Mitte ziemlich offensiv. Mit 3 Leuten. Oh, Angelus läuft da durch, wird von Dietrix und Muni gekillt. Muni mit dem schönen Two-Piece. Ja, 3 gegen 1. Wollen wir mal kurz auf. Wer hier unten im Office drin ist, einen gespottet hat, einen angegriffen hat. Und der ja. Zweite kommt rein von der Dietrix Mitte. Kommt. Ah, oh, Christy muss jetzt die Nate verwerfen, Dietrix macht doch Kill. Da will er ihn knifen. In dem Game noch recht schwierig, aber man kann es ja mal probieren. Na, da war da. Switching sides. Also offensichtlich noch eine Runde. Ja. Defend the objectives. Wir gehen mal zuletzt auf. Puh, geh mal auf Crazy drauf. Disney, so rum. Ja, die Namen sind doch recht speziell. Disney aber ist ja defensive Position. Angelus mit dem Fast Track gegen Dietrix. Man hat. Muss. Ah, Blum. Wieder mit dem Refrack gegen Muni. Jetzt 2 gegen 3. Okay, so wie es aussieht, machen die jetzt ganz clever. Cosviken geht auf A. Da wird einer gezogen. Okay, er hat sich gesehen. Upsi schon? Nee. Wie ist sie? Macht den Kill gegen Teezy. Sehr schön gemacht von ihm. Hat erstmal abgewartet, ist näher rangekommen.
Oh, sieht auch den zweiten. Doch Huxi macht es sehr schön gemacht. Jetzt schauen wir mal Huxi zu, der hier verteidigen muss. Sollte doch jetzt safe bleiben, das hat ihn auch gesehen. Frag ihn nur an, wechsel auf die Pistol. Ah, oh, Pistol fällt auch. Warum versteckt er sich? Warum versteckt er sich nicht einfach? Ja, ja. Man muss ja, er muss. Was macht er denn? Risiko, er geht volles Risiko und er macht ihn noch mit der Pistol. Okay. Das war echt überraschend, aber. Ja. Eigentlich nicht so clever gewesen. Hätte er lieber safe spielen sollen, da sie doch die Runden brauchen. Ja, es war noch relativ viel Zeit auf der Uhr, ne? Und ja, das richtig. Wenn es jetzt 5 Sekunden oder 7 Sekunden gewesen wären, okay, aber. Search and destroy. Bei 20 Sekunden sowas. Somit haben Course We Can am Ende 2. Na, haben wir nochmal die Übersicht? Ended Game, ja, das war's. You have disgraced yourself. Die Runde, wie ging's denn jetzt aus? Ja, das frage ich mich auch. Auf jeden Fall. Doch, Course We Can gerade eben 2. Auf jeden Fall 3 Map, 3 Runden auf dieser Map gemacht. Ich würde sagen, wieder wahrscheinlich wieder diesmal 5, 3 wahrscheinlich. 5, 11, irgendwas.